Einen wunderschönen guten Abend, Servus, Moin, Hallo in die Runde, schön, dass ihr mit dabei seid. Oder Gude, wie man da sagt, wo unser heutiger Gast bald hinwechselt in Bensheim. Schön, dass ihr da seid, aber darum soll es heute eigentlich gar nicht gehen. Es geht um Sand, es geht um Beachhandball. Lucy Kretschmer ist heute Abend unser Gast. Ich freue mich sehr, wir müssen nochmal ausgiebig feiern und logischerweise drüber sprechen, was da passiert ist im Sand. Deutschland ist Weltmeister. Sie ist die Kapitänin der deutschen Beachhandball-Nationalmannschaft und es ist historisch. Letztes Jahr schon mit Gold nach Hause gekommen von der EM, jetzt die WM. Was soll jetzt bei den World Games in ein paar Wochen passieren? Müssen wir alles nochmal aufarbeiten. Ich freue mich sehr. Falls ihr Fragen habt an sie, unbedingt rein in den Chat. Wir klären das heute alles, also unsere große Beachhandball-Ausgabe heute Abend. Mein Name ist Vom und ich schaue schon, ob sie hier am Start ist und hole sie mal rein. Mara schreibt schon in Chat Beachhandball, so ist es. Das ist das Thema heute Abend. Und dann schauen wir mal, ob ich sie hier schon finde. Ist noch nicht der Fall. Nach dem Triumph gegen Spanien. Vielleicht hat sie die Goldmedaille mit dabei. Das wäre cool. Das wäre cool. Und wir müssen mal klären, wer eigentlich gerade den Pokal hat. Das würde mich auch mal interessieren. Was interessiert euch? Wir sprechen über alles bei diesem Turnier. Das ist klar. Wir kriegen es gleich hin. Jan fragt auch hier Beachhandball, WM auf Kreta. Das ist das Thema. Das ist das Thema. Wir müssen Lucy hier nur noch reinbekommen. Dann läuft das hier. Muss raus. Hallo. Servus, Tom. Servus, schön dich zu sehen. Ich freue mich auch. Wie geht es dir? Gut. Wichtigste Frage. Und selbst? Ja? Alles bestens. Ich habe mich extrem auf die Sendung gefreut, weil ich erstmal gratulieren möchte. Dankeschön, danke. Zum Titel, das ist ja sensationell. Wir müssen das alles mal aufdröseln und ausführlich mal über das Turnier jetzt auf Kreta sprechen. Aber du bist offensichtlich schon wieder zu Hause. Ja, wir sind am Montag schon recht früh, um 7.30 Uhr hat uns, glaube ich, der Bus abgeholt, genau zum Flughafen. Deswegen bin ich auch schon seit Montagmittag oder so wieder da, was auch echt nötig war. Ja, erst mal ein paar Tage geschlafen wahrscheinlich, oder? Ja, auf jeden Fall. Das war der erste Programmpunkt. Ja, das glaube ich. Ich muss dir auch erst ganz zu Beginn hier mal ein Zitat von dir um die Ohren hauen, was ich bei Handball World heute nochmal rausgesucht habe. Hier steht, Kretschmer gab das Motto aus: Als erster deutscher Weltmeister muss man richtig feiern. Wie habt ihr gefeiert? Es war eigentlich relativ entspannt. Also unter richtig feiern würden andere vielleicht was anderes verstehen, so Project X-mäßig. So schlimm war es nicht. Aber okay. Wir haben uns mit Spielern und Spielerinnen der anderen Mannschaften, da wurde ein bisschen was organisiert in so einer Beachbar. Natürlich alle mit den schönen Medaillen drum sind wir dort reingesteppt. Und ja, einfach dort ein paar Getränke getrunken, ein bisschen einfach unseren Titel ein bisschen gefeiert. Aber leider kennen die Griechen irgendwie in den Clubs oder in den Beachbars keine andere Musik außer griechische. Deswegen war es dann auch relativ früh wieder vorbei und wir waren irgendwie gegen 3 oder so auch wieder weg, was dann aber auch voll okay war. Also war trotzdem nicht schön. Die spielen dann nur die ganze Zeit Setaki? Also hauptsächlich. Ja, wenn es Setaki gewesen wäre, dann wäre okay. Dann wären wir bestimmt mit 4 Stunden Dauer Setaki gut klargekommen. Aber halt sowas, was man so gar nicht kannte, irgendwie so ein Rumgeschwafel. Das war dann schon ein bisschen anstrengend mit der Zeit. Und dann kamen 1, 2 englische Banger, wo dann schon alle ziemlich mitgesungen haben, wo man dann auch gemerkt hat, oh okay, sind doch relativ viele Leute da. Aber hat den DJ vielleicht nicht so gefallen, deswegen war es auch relativ schnell wieder vorbei. Okay, schade. Aber Welche Party auch immer, ihr habt auf jeden Fall viele Partys verdient. Und ihr habt ja auch ein bisschen Erfahrung, sag ich mal, nach dem letzten Mal, oder? Wenn du es so vergleichst.
Was war cooler? Also die von der Party her war es auf jeden Fall letztes Jahr bei der EM besser, weil war es echt richtig gut organisiert. Da hat die IHF schon ordentlich, ja, ordentlich was springen lassen. Die IHF hat sich jetzt nicht so angestrengt, aber vom Anlass natürlich war es dieses Jahr besser. So, ja, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, auch das Einordnen, die Entwicklung. Und es geht ja jetzt auch noch weiter. Vielleicht kann ein bisschen weiter gefeiert werden. Ich habe eben schon aufgerufen dazu, wenn man Fragen an dich hat, unbedingt reinschreiben. Und Timo hat hier gleich mal eine Frage, die wir vielleicht vorneweg erstmal klären sollten. Also ja, du spielst natürlich Beachhandball jetzt im Sommer, aber Timo fragt, warum spielst du nicht Hallenhandball? Spiele ich auch. Also, das ist eigentlich so ein kompletter Jahreszyklus von August bis Mai bin ich in der Halle aktiv, habe jetzt bei Neckarsulm in der ersten Bundesliga gespielt und wechsle jetzt aber zur kommenden Saison ja, nach Bensheim, auch erste Bundesliga, also Liga-Konkurrent. Genau, und bin da aber auf jeden Fall auch aktiv. Spielt der Beachhandball eigentlich eine Rolle in deiner Entscheidung, wo wechsle ich hin, wo könnte ich Hallenhandball spielen? Klar, also es ist schon wichtig. Also jetzt nicht von der Komponente her, ob ich da jetzt gut oder schlecht trainieren kann, was Beach angeht, weil das ist nochmal komplett ja, abgesondert. Aber natürlich hilft es dir, wenn du einen Verein hast, der das ja, unterstützt und der dich da auch supportet, der dort auch eine gute Kommunikation hat, auch zwischen den Trainern auch. Also das ist schon auch mir endwichtig und halt auch, dass der Trainer oder der Verein das so toleriert oder auch akzeptiert, weil halt der Beach ein riesiger Teil von mir auch ist, von mir als Persönlichkeit und auch in meinem Leben. Und ja, wenn es da irgendwie einen Verein gibt, der das nicht duldet oder der das nicht gut findet, dann ja, hat er mit mir, glaube ich, auch nicht die richtige Spielerin. Aber ich glaube, das geht in der Entwicklung auch in die richtige Richtung, oder? Wenn ich so an, weiß ich nicht, vor ein paar Jahren, vielleicht schon ein bisschen mehr als nur 3, 4 Jahre zurückdenke, aber es gab mal eine Zeit, da wurde das mit dem Sand generell sehr kritisch gesehen. Oh, Verletzungen könnten passieren und so, gefällt uns nicht. Aber ich glaube, das geht in eine andere Richtung, oder? Ja, voll. Also bei den Frauen auf alle Fälle, da haben wir auch echt super viel Glück, dass wir auch jetzt die Unterstützung von ein paar Bundesligisten auch kriegen. Wir haben ja jetzt auch mit Kati und Liv da auch aus Buxtehude zum Beispiel oder auch in der zweiten Liga auch echt Trainer, die da auch sagen, ey, das unterstützen wir, das finden wir super und wir finden das klasse, dass ihr unsere Spieler im Sommer fit haltet. Und genauso, das ist schon sehr positiv zu sehen. Bei den Männern fehlt es leider noch ein bisschen. Also da sind ja echt wenige, auch echt höherklassige Spieler da auch unterwegs, weil ja, halt auch einfach die Belastung auch in der Bundesliga von den Männern auch nochmal eine ganz, ganz andere ist, wie halt auch bei uns. Und deswegen fehlt es da leider noch. Aber bei uns ist auf jeden Fall ein wichtiger und auch richtiger Schritt, dass da jetzt auch immer mehr Bundesligisten oder höherklassigere Vereine da auch offen dafür werden. Aber Belastung ist natürlich auch ein Thema. Also du spielst Bundesliga, ganze Saison, zwischendurch natürlich immer mal einen Lehrgang, wenn es reinpasst. Jetzt im Sommer, zack, Riesenturnier, letztes Jahr auch schon. Wann hast du denn mal Pause? Also tatsächlich so im Sommer sind es anstatt der 5, 6 Wochen, die man eigentlich frei hat, sind es dann halt vielleicht nur 2, maximal 3. Also da geht schon ordentlich was vom Urlaub auch flöten. Wobei ich halt auch sagen muss, dass wir uns ja dann auch im Sommer von der Halle her fit halten müssen mit irgendwelchen Athletikplänen. Und das ersetze ich halt. Und bin halt anstatt den ganzen Tag Urlaub zu machen und dann halt meine 1,5 Stunden Lauf oder was auch immer zu machen, bin ich dann halt unterwegs bei den Turnieren halt nicht so fit, was mir persönlich wesentlich besser taugt, als irgendwie dann eine Stunde einfach nur stur laufen zu gehen. Bist auch die ganze Zeit am Strand, in der Sonne, also ein schöner Arbeitsplatz jetzt in ganz Ja, also einen Anführungsstrichen. besseren Arbeitsplatz könnte man sich eigentlich fast nicht aussuchen, das stimmt. Also das muss man schon sagen. Und ich glaube auch, das sieht man dir auch an, so ein Turnier, klar, wenn du mit Gold zurückkommst, sowieso, aber das gibt dir auch nochmal richtig Energie und Push auch für eine neue Saison dann, oder? Voll. Also das habe ich jetzt auch letztes Jahr nach der Europameisterschaft gemerkt. Ja, die Saison, die Hallensaison ist echt schon mega lang und zieht sich dann auch ordentlich auch mit vielen halt auch, ja, auch super Momenten, aber auch echt vielen Rückschlägen, wo du dann echt auch, ja, nochmal neue Motivation halt auch brauchst und was dann auch echt perfekt ist, denn ja, wenn du ein Turnier überhaupt spielen darfst, ist die eine Sache und wenn du es dann noch so super positiv auch abschließt wie wir, ja, hilft dir das enorm, dann halt auch einfach Kraft und Selbstvertrauen auch für die neue Saison zu tanken. Und so ist es, glaube ich, jetzt auch dieses Jahr genauso. Letzte Frage, dann kommen wir zum Turnier. Aber hier kam noch eine Frage zum Thema Belastung. Mario de Scheffe oder so fragt, wie steuerst du deine Belastungen mit dem Beachhandball? Gibt es für dich ein spezielles Programm?
Ja, also das Programm ist eigentlich relativ gut, sage ich mal, vereinbar zwischen dem Hallenverein und zwischen ja, der Beach-Nationalmannschaft, sage ich mal so. Eigentlich hätten wir halt jetzt von der Halle einen Plan gekriegt, den wir halt machen müssen, aber da wurde dann auch klar kommuniziert, nee, du hast jetzt deine Belastung jetzt im Beachhandball, dann lässt du das halt mit oder mit unserem Plan halt weg, weil beides zu machen ist eigentlich fast utopisch und auch genauso gut andersrum. Also wenn wir zum Beispiel einen Lehrgang haben jetzt im November, wo dann halt Nationalmannschaftswoche ist zum Beispiel, und dann fragt unser Trainer halt auch, okay, wie habt ihr gespielt, wie ist eure Belastung jetzt gerade in der Halle, wenn man jetzt zum Beispiel in der letzten Woche 3 Spiele gemacht hat, dann ist halt auch der erste Lehrgangstag ein bisschen entspannter. Also das wird eigentlich schon relativ gut auch abgepasst und dann auch abgestimmt, was dann auch echt super wichtig ist, dadurch, dass wir halt auch ja, in so vielen verschiedenen Spielklassen uns auch bewegen und da halt auch jeder eine andere Belastung auch vor oder nach dem Lehrgang oder nach dem Turnier auch hat. Du hast ja auch gerade schon gesagt, der Beach ist ein großer Teil von mir einfach. Ich habe hier nochmal, du warst ja auch schon bei Bock auf Handball hier in Ausgabe 3. Da ist auch noch ein schönes Zitat von dir drin. Beziehungsweise du sagst über Alex Novakovic, dass er über dich gesagt hätte, dass er sich vorstellen könne, ich bin der Typ für Beachhandball. Warum bist du Typ Beachhandball? Was gefällt dir daran so sehr? Ja, ich glaube allgemein so Typen Beachhandball sind halt so die nicht so verkopften, die bisschen lockeren, die einfach Bock haben zu spielen, die ja, Bock auf diesen Wettkampf halt irgendwie haben. Und ich denke, das kann man eigentlich relativ gut auch sehen. Also vor allem, wenn man auch ein bisschen Erfahrung, sage ich mal, hat im Beachhandball, dann sieht man so zum Beispiel jemanden ja, von seinen Gegnern in der Halle und sagt, der könnte eigentlich ein guter Beachhandballer sein, das würde gut passen. Also das ist so dieser, ja, dieser Vibe, würde ich mal sagen, oder so diese allgemeine Stimmung, Grundstimmung, die dir jemand gibt, wo du so denkst, ja, der könnte da gut reinpassen, auch in dieses familiäre Umfeld auch oder halt ja, in dieses ganze Konstrukt Beachhandball. Also auf der einen Seite so ein bisschen spielerisch und auf der anderen Seite so ein Vibe. Genau, ja, genau. So gibt. Und ich habe auch, apropos Vibe, das Gefühl, das könnte auch ein Erfolgsgeheimnis von euch letztes Jahr und dieses Jahr gewesen sein. Es passt bei euch einfach in der Mannschaft, oder? Voll. Also ich glaube, das ist echt selten so, dass man echt so ein homogenes Team hat, so ein Team, was halt auch echt so zusammenpasst, was eigentlich so super verschieden ist auch, weil wir haben jetzt 10, 12 Puzzleteile, die echt von der Person her individuell echt komplett auch anders sind und sich total unterscheiden, aber halt so unterscheiden, dass es am Ende halt wieder genau perfekt zusammenpasst. Und ich glaube, das ist echt was sehr, sehr Besonderes, dass wir uns auf und neben dem Feld echt überragend verstehen, ein riesengroßes Vertrauen auch ineinander haben, weil ich könnte jetzt die Augen zumachen und würde wissen, okay, der und der haut den rein oder Kati hält den oder was auch immer. Weil wir halt einfach wissen, dass wir uns auch aufeinander verlassen können. Und ich glaube, das sind so Grundbausteine, die in der Mannschaft super wichtig sind und ja, die wir jetzt auch zum Glück ja, bei uns so in der Mannschaft so etabliert haben. Und ich kann mir eigentlich fast nichts Besseres vorstellen als das. Also auch, würdest du unterschreiben, mit das Erfolgsgeheimnis, neben natürlich der handballerischen Klasse. Voll, also ohne handballerische Klasse würde es nicht gehen, aber ohne das, was wir halt so haben als Mannschaft, auch nicht. Und vor allem auch nicht in der ja, Souveränität oder Coolness, in der wir das halt auch vieles bestreiten. Deswegen denke ich, dass das schon einen sehr, sehr wichtigen Teil auch damit reinspielt. Und trotzdem habe ich viele Aussagen von euch auch vor dem Turnier gesehen, die gesagt haben, diese Favoritenrolle, die vielleicht auch medial so ein bisschen oder auch von den Fans ein bisschen kam oder sagen wir mal Erwartungshaltung auch nach dem letzten Jahr, habt ihr so ein bisschen abgelehnt und gesagt, oh, wir müssen erst mal schauen, wie wir reinkommen. Warum habt ihr das gesagt? Ja, also es war halt, also ich sage, fangen wir ein bisschen von vorne an, als denn die Auslosung war für unsere Gruppe jetzt für die Weltmeisterschaft, mussten wir schon alle ordentlich schlucken. Also das war echt so, wir waren super gehypt nach der EM, jetzt halt zur WM zu fahren, endlich alle richtig aufgeregt und richtig, hey, jetzt geht's los. Dann kriegst du halt einen richtigen Dämpfer und, ja, sag ich mal, einen richtigen Arschtritt halt mit dieser Auslosung. Ich meine, wir waren in der Gruppe mit Norwegen, mit Brasilien und mit Ungarn. Und wenn mich halt also, sie werden auch geschluckt haben, als sie gesehen haben, eieiei, Deutschland. Hoffentlich, ja. Aber nee, das war wirklich so, wenn mich jemand fragt, was sind so die stärksten Beachhandball-Nationen der Welt, dann würde ich die auf jeden Fall auch mit dazu zählen. Deswegen war erstmal so, okay, hoffentlich überstehen wir die Vorrunde, weil egal, wer halt von den Teams rausfliegt, was denn jetzt leider am Ende Ungarn war,
Das ist eine Katastrophe für den Verband oder für, ja, sag ich mal, die Mannschaft, weil die wirklich echt so super Beachhandball spielen, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Ja, und so war das halt bei uns gewesen. Und deswegen haben wir erstmal als erstes Ziel auch uns auch ausgelegt, ey, Vorrunde erstmal schaffen. Wenn du das gepackt hast mit einer möglichst guten Ausgangslage, dann kann alles passieren. So war es zum Glück auch gewesen, ja. Und dann kommt die Reihe in dieses Turnier. Und hier Sheffelton schreibt ohne Satzverlust. Genau, also ist schon ein bisschen weit vorgegriffen. Wenn wir nochmal tatsächlich, wie du sagst, von vorne anfangen. Ja. Ihr startet schon ohne Satzverlust rein und müsst natürlich auch, das kennt jeder, der schon mal ein Turnier gespielt hat, ihr müsst in einen Flow reinkommen. Genau. Und den hattet ihr relativ schnell. Ja, wir hatten halt das erste Spiel gegen Brasilien gehabt. Rekord-Weltmeister, also die wirklich auch Spieler dabei haben, die schon Beachhandball gespielt haben, als ich gerade geboren bin, gefühlt. Also die wirklich echt mit enormer Erfahrung da noch reingegangen sind und wirklich alles Mögliche schon an Turnieren und an Finals erlebt haben, was es überhaupt gibt. Und wo du echt früher, als ich so mit Beachhandball angefangen habe, dann schaust du so die WM an und sagst, ey, Brasilien im Finale, die sind so krass, die sind so krass. Und auf einmal stehst du gegen die halt im ersten WM-Spiel. Das ist natürlich ordentlich, ja, ein Brocken in der Hose, sag ich mal so. Aber dann sind wir echt super reingestartet. Und ich glaube, das war echt das, was uns auch so diesen enormen, ja, sag ich mal, einfach diesen Flow verpasst hat. Ich meine, du startest ins Turnier gegen super routinierte Brasilianer, die zugehendermaßen vielleicht noch im ersten Spiel ein bisschen geschlafen haben oder uns ein bisschen unterschätzt haben, weil die auch echt im weiteren Turnierverlauf sich auch echt super gesteigert haben und viel, viel besser gespielt haben als gegen uns auch. Aber das musst du halt erstmal schaffen. Die vor allem auch so, also mit 10, 15 Punkten haben wir die, glaube ich, da abgefertigt in beiden Halbzeiten. Und das war echt direkt so, wo du dir denkst, okay, jetzt geht's los. Und auch alle anderen Mannschaften auch direkt so, okay, wow, Ausrufezeichen, Deutschland, Brasilien, so eindeutig. Da sind wir mal gespannt, was da kommt. Genau, und dann ging es da dann ins nächste Spiel weiter, Ungarn. Genau, Ungarn war dann das nächste Spiel, was dann auch echt ein super schwieriges Spiel auch war, weil die echt sich super auf uns eingestellt haben, super gedeckt haben und vorne auch echt viel getroffen haben. Das war also schon echt hart, das haben wir auch nur knapp gewonnen, aber auch wieder 2-0. Und dann war der Vorrundenabschluss, wo es dann halt darum ging, okay, welchen Platz belegen wir halt, wie viele Punkte nehmen wir mit in die Hauptrunde, war dann gegen Norwegen. Das war dann wieder ein einfacheres Spiel, wobei ja einfach halt auch im relativ gesehen in dieser Gruppe, weil Norwegen auch eigentlich eine echt starke Mannschaft hat und das haben wir auch 2-0 für uns entschieden und sind dann mit 4-0 Punkten, also mit der besten Punktausbeute, die du halt haben kannst, in die Hauptrunde dann gekommen. Ja, das war, wir haben gerade Flo gesagt, das wäre der Fachbegriff vielleicht. Ne, der Fachbegriff ist ja jetzt Zug ohne Bremse. Genau. Das ist der Fachbegriff, da kommen wir gleich noch zu. Aber ihr seid dann im Turnier, habt ein Ausrufezeichen an die Gegner gesendet, die merken, okay, da entsteht was, aber vor allem merkt ihr das ja auch in eurer Mannschaft. Wir haben letztes Jahr schon einen Titel geholt. Wir wissen, da geht was, oder? Spricht man da drüber oder versucht man so die ganz weite Zukunft erstmal weit vor sich zu lassen? Also klar, man spricht natürlich schon drüber. Man schaut, wie die anderen Mannschaften spielen. Man schaut, wie so die Möglichkeiten dann halt wären im weiteren Turnierverlauf. Aber auch oft haben wir uns dann auch gegenseitig wieder runtergeholt und gesagt, ey, komm, nächstes Spiel erstmal. Und was auch echt sehr gesund und auch echt sehr gut für uns auch als Mannschaft war, dass wir zwar auch immer zusammen geschwärmt und geträumt haben. Dann saßen wir auch manchmal am Essenstisch und dann so, oh, stellt euch mal vor und hier und da was. Aber auch genauso gut dann gesagt haben, ey, nicht vorstellen, sondern erstmal machen. Und ich glaube, das war auch echt eine super gesunde Einstellung und hat uns dann auch insofern weitergeholfen, dass wir auch einfach von, ja, das ist jetzt, gebe ich jetzt einen Euro ins Phrasenschwein, aber von Spiel zu Spiel auch einfach echt gedacht haben. Und was ja auch echt wertvoll ist und auch wichtig ist, wenn du so viele Spiele innerhalb kürzester Zeit dann auch hast und dich immer wieder neu einstellen musst. Wie war es von den Fans her, auch von der Euphorie? Ich erinnere, letztes Jahr war nachher gefühlt die ganze Arena fast schon für Deutschland. Da sind auch viele noch hingereist und so. Und es war eine mega Stimmung. Wie war es jetzt auf Kreta? Letztes Jahr hatten wir echt sehr viel Glück gehabt, weil dort irgendwie die Uni-Leute, die dort in Varna an der Medizin... Bulgarien war das, ne? Genau. Die dort an der bulgarischen Medizinuniversität dort studiert haben, die haben wir mal getroffen. Und die haben gesagt, ey, ihr seid auch aus Deutschland, wir auch, hammer geil. Und die haben dann auf einmal ihre ganzen Kommilitonen mitgenommen und dann war da echt eine riesige Crowd dort am Start.
die uns dort supportet hat. Es war schon echt einmalig und ich glaube, das wird es auch so nicht nochmal geben, dass du in einem komplett fremden Land dann auf einmal dort deine riesige Fanbase hast. Aber jetzt sind auch echt viele Eltern und auch viele Angehörige, Freunde und so auch mitgekommen, Deutschlandfahren dabei gehabt, Tröten dabei gehabt und haben uns dann auch lautstark unterstützt, was auch echt super wichtig ist, wenn du auch betrachtest, dass manche Teams zum Beispiel fast niemanden mit dabei hatten oder vielleicht nur ein, zwei Eltern, die dann ja irgendwie sich mit Klatschen ein bisschen versucht haben, ins Zeug zu legen. Aber das hat auch schon geholfen von der Seite, weil wenn du da am Spielfeld stehst und nur alleine für dich jubelst und irgendwie jedes einzelne Wort dort im Livestream gehört wird, ist schon noch was anderes, wie wenn du da Leute hast, die auch von außen mitmachen. Ja, das, oh, da müsste man nochmal nachhören, was da so gesagt wurde. Vielleicht. Stark. Aber es waren ja relativ viele Spiele auch, ne? Ich glaube, neun Stück insgesamt. Ja. Relativ kompakt. Genau, es war immer so, wir haben zwei Spiele gespielt an einem Tag, am nächsten Tag dann wieder eins, dann am nächsten Tag wieder zwei, also immer so abwechselnd. Und wenn du zwei Spiele am Tag hattest, war es schon echt happig, weil es war auch echt super warm. Ich glaube, wir hatten 35 Grad gehabt, auch am Platz war es zum Glück ganz gut, weil da war es halt durch das Meer, gab es ein bisschen Wind auch. Das war dann manchmal ganz angenehm, aber die Sonne prallt halt trotzdem geisteskrank drauf. Und dann spielst du halt vormittags so gegen 9, 10, 11 und dann hast du halt den Mittag über, gehst Mittagessen, dann haben wir Mittagsruhe, Physio, alles. Dann hatten wir Videovorbereitung gehabt, sind dann zum Platz wieder gefahren und nachmittags dann halt wieder zu spielen, so gegen 16, 17, 18 Uhr. Dann kommst du wieder ins Hotel, isst, Physio, schlafen, dann geht der nächste Tag wieder los. Also die Spiele mit den, die Tage mit den zwei Spielen waren schon echt hart. Und mit einem Spiel ging es, ja, wir hatten vormittags dann ein bisschen Freizeit, wo wir dann an den Pool gehen konnten, ein bisschen entspannen dann auch, ein bisschen runterkommen einfach. Und es war dann eigentlich dann auch echt der perfekte Rhythmus auch immer, dann zwischen den zwei Spielen, dem einen Spiel, dann einfach einen entspannteren Tag und einen eher happigeren Tag zu haben. Das heißt, es ist physisch erstmal anstrengend, weil logischerweise das alles wichtige Partien sind, die auch körperlich euch viel abfordern, ja. Dann die Hitze. Dann im Sand zu spielen, ist nochmal anstrengend. Und dann ist es ja aber auch nochmal vom Kopf wichtig. Du musst ja sofort das Spiel von vormittags ausblenden und dich sofort irgendwie umpolen auf den nächsten Gegner. Ja, voll. Also das sind echt super viele, ja, wie du auch gesagt hast, echt super viele verschiedene Komponenten auch, die das echt alles auch wirklich echt sehr, sehr anstrengend machen. Also was man vielleicht von außen gar nicht so denkt oder so beachtet, sondern so denkt, naja, komm, ihr macht halt 20 Minuten dort, lauft ihr durch den Sand und dann habt ihr auch den restlichen Tag frei und liegt am Strand. So ist so die Idealvorstellung, aber das ist schon echt viel Arbeit, die auch dahinter steckt. Viel Vorbereitungsarbeit auch, wo wir auf den Zimmern sind, individuell die Videos halt anschauen, um uns da, bevor wir überhaupt in die Videoanalyse dann gehen mit der ganzen Mannschaft, uns versuchen so vorzubereiten, einzustellen, mehrere Spiele auch von den Gegnern zu gucken, damit man sich da auch bestmöglich einstellen kann, okay, was macht er für Bewegungen oder was macht die Mannschaft für Spielzüge und alles. Also da steckt schon mehr Vorbereitung hinter, als man vielleicht denkt. Also es ist nicht eine Woche Urlaub mit ein bisschen Handball zwischendurch, sondern ihr wisst absolut, was ihr nach dieser Woche getan habt. Ja, voll. Also das spürt man auch ordentlich. Also ich habe, glaube ich, am zweiten Tag oder so, als wir drei Spiele gespielt haben, hat sich so ein Insta-Post gemacht mit Ergebnismitteilung. Und dann so, ja, und hier 4 von 4 Spiele geschafft, aber es waren erst 3. Also da merkt man, dass man, ich habe auch danach gesagt, ey, ich fühle mich voll richtig mit den 4, weil es fühlt sich voll an wie 4, aber es waren tatsächlich erst 3, da merkt man auch echt, dass es schon ganz schön schlaucht auch. Und vor allem dann auch an den letzten Tagen und was immer das Krasseste ist, eigentlich der Samstag, also der vorletzte Tag, wo man dann halt in den Tag startet, 2 Spiele hat und man kann entweder am Abend im Finale stehen oder halt im Spiel um Platz 7. Also dass man das Viertelfinale hat und das Halbfinale, dann halt, oder im besten Fall das Halbfinale an einem Tag. Und das ist schon echt krass, wenn man drüber nachdenkt, dass sonst zum Beispiel in der Halle oder so oder beim Fußball da echt mehrere Tage dazwischen liegen, halt bei so wichtigen Spielen Entscheidungen, und damit du auch erstmal runterkommen kannst, alles verdauen kannst, wieder neu aufarbeiten. Und wir das halt alles innerhalb von einem Tag halt hatten. Der Tag hat sich, glaube ich, angefühlt wie eine Woche, dann, als du dann abends im Bett lagst. Das ist schon echt krass. Ja, weil Kopf das eine ist dann, und wir haben noch vergessen, der Gefühlshaushalt ist ja auch noch da. Du willst dich auch freuen können. Über das, ja. Ist ein WM-Viertelfinale.
Also für Freunde war echt wenig Zeit. Also wirklich auch abends dann halt vielleicht mal. Aber sonst über den Tag über, du bist echt von Eindruck zu Eindruck, von allen möglichen Einflüssen, die da auf dich aufprallen, die du irgendwie verarbeiten musst. Also das ist schon echt viel auch für den Kopf. Ja. Aber ihr habt es gepackt Ja. und ihr wart im Finale. Und wenn wir jetzt mal sagen, ja, 2 zu 0, 2 zu 0, immer ohne Satzverlust und so weiter. Es gab ja auch mal ein Unentschieden. Aber was passiert im Beachhandball dann? Genau, also gegen Spanien war die, also eigentlich das Finale, was sich so jeder Zuschauer wünscht. Wir hatten dann, genau, wir lagen mit 2 Punkten sogar hinten, kurz vor Ende der ersten Halbzeit und hatten dann nochmal ein Timeout, hatten irgendwie 3 Sekunden Zeit oder so, haben den Ball nach vorne gespielt und haben dann noch einen Punkt gemacht, also 2 Punkte, also dass es dann unentschieden war. Und dann hatten wir eigentlich nicht lange Zeit, um uns irgendwie noch zu besprechen, sondern der Schwierige mit dem Ball in die Mitte macht halt oder führt halt wieder den Hochball aus, wo jetzt von jeder Mannschaft eine Person hingeht, versucht den halt so ja, der jeweiligen Seite zu schlagen. Und die Mannschaft, die halt den Ball hat, hat den ersten Versuch halt oder den ersten Angriff, um halt das Golden Goal zu machen. Also genau, die Mannschaft, die halt dann als erstes trifft, hat dann, also egal ob es dann ein Punktwurf ist oder ein Zweipunktwurf, hat dann halt die Halbzeit gewonnen. Und dann sind wir sogar, haben den Ball gekriegt, sind in den Angriff gekommen, Stimme voll gemacht oder irgendwie sowas, sodass der Gegner nochmal in den Angriff kam. Also absolut worst case. Und wir haben uns alle so gedacht, ey, scheiße, jetzt haben wir die eine Chance verspielt, aber komm, jetzt holen wir uns den hinten. Dann ewig lang rumgespielt, links und rechts, wir natürlich versucht alles zu verteidigen. Dann kommt irgendwie die Rechte zum Wurf und Kati hält den. Und das ist eigentlich so super unnormal, weil wenn Golden Goal ist, ist es normalerweise so, dass der dann den Ball kriegt, dass der auch das Tor macht und der dann halt auch die Halbzeit gewinnt. Kati gehalten, wir spielen den Ball raus, machen das Tor und erste Halbzeit gewonnen. Dann haben wir die erste Halbzeit in Golden Goal gewonnen, wussten schon, weil das ist natürlich auch psychisch immer ein bisschen was, wenn du die erste Halbzeit gewinnst, dann bist du schon mal sicher im Shootout werfen. Weil am Ende, egal ob du die zweite Halbzeit noch gewinnst oder nicht, du bist auf jeden Fall im Shootout und hast halt die Möglichkeit, da das Spiel halt zu gewinnen. Entweder du gewinnst das Spiel 2-0 oder du kommst halt danach ins Shootout. Und deswegen bist du da auf jeden Fall schon mal super befreit, gehst viel besser in die zweite Halbzeit rein, wie wenn du halt den Druck hast, okay, scheiße, ich muss jetzt gewinnen die Halbzeit, weil sonst ist das Spiel halt weg. Genau, und in der zweiten Halbzeit war nochmal genau dasselbe. Wir ja, kommen irgendwie dann noch ins Golden Goal, haben dann den Ball aber gekriegt das erste Mal. Und unsere jüngste, Michelle Schäfer als Specialist, haut dort dieses Ding rein. Und ich glaube, die fliegt gefühlt immer noch dort in der Luft. So lange, das hat sich echt angefühlt wie eine Ewigkeit. Genau, haut das Ding dort rein und wir sind Weltmeister. Ja. Und der war sogar, der zählte sogar zweifach, oder? Zählt sogar zweifach. Brauchst du gar nicht, aber gut. Wenn man es halt kann, nimmt man es Wenn man es mit. kann, dann macht man es halt so. Aber. Und was passiert dann? Blöde Frage. Unglaublich. Also ich glaube, das sieht man auch in den Videos dann auch noch danach. Ich lag, glaube ich, erstmal noch 10 Sekunden da am Boden, am Sand. Habe so nach oben geschaut, nach links und rechts und wusste gar nicht, was passiert. Der Rest stürmt zusammen und ich war echt wirklich so. Im allerersten Moment, wenn du echt realisierst, ey, scheiße, das war der Wurf jetzt gerade zur Weltmeisterschaft, du bist jetzt einfach Weltmeister, das war echt unglaublich. Also ich kann das Gefühl auch echt überhaupt nicht beschreiben. Und danach, ja, als wir alle zusammengekommen sind, war es echt immer so, wir haben uns angeguckt, mit dem Kopf geschüttelt und so, ey, scheiße, wir sind Weltmeister. Und ich glaube, wenn wir uns heute sehen würden, ja, oder auch wenn wir uns nächste Woche dann sehen, werden wir uns immer noch anschauen und sagen, ey, es ist eigentlich alles passiert. So, ja. Und dann gibt's den Pokal. Ja, also dann haben wir erstmal noch, dann war ja noch das Männerfinale danach. Davon haben wir aber jetzt nicht so super viel mehr mitbekommen, weil wir echt mit den Gefühlen, echt mit allem beschäftigt waren, außer halt damit leider. Genau, und danach aber war dann Ehrung vom All-Star-Team, die sind dann nach vorne gegangen und dann sind die ersten drei drittplatzierten Mannschaften nach vorne, Silber, Bronze geehrt. Dann sind wir nach oben gekommen und haben von den Kollegen der IHF den fetten Pokal überreicht bekommen. Und den Kiki, meine Kapitänskollegin und ich, haben ihn dann gekriegt, in die Höhe gestreckt, Nationalhymne gesungen. Und es waren echt so, ich glaube, das waren vielleicht 10 Minuten, haben sich aber echt angefühlt wie eine Stunde. Das war echt unfassbar. Das war echt geil.
Timo schreibt ja auch schon, da bekommt man Gänsehaut hier auf der Couch beim Zuhören, wie du das so erzählst. Und das Überraschende eigentlich ist, ihr hattet trotz dieser Woche noch Kraft, den hochzustellen, diesen Pokal. Auch hinten auch beim Feiern immer wieder hoch. Und ja. Aber habt ihr euch so verdient? Es ist wirklich unfassbar. Und wo ist der Pokal jetzt? Wer hat ihn? Der müsste in Dortmund eigentlich stehen. Da, hoffentlich direkt neben unserer Schale. Da ist er gut aufgehoben. Genau, die gab es dann letztes Jahr, ne? Genau, die gab es letztes Jahr. EHF macht ja immer mit Schale. EHF macht dort ihr eigenes Ding und da gab es dann einen großen Pokal. Was aber auch schön war, hatten wir mal beide Gefühle mal in der Hand zu halten. Kann man ja aus dem Pokal trinken eigentlich? Nee, der war irgendwie vorne, oben war der irgendwie zugeklebt, verschlossen. Wir haben schon ganz akribisch, als wir den gekriegt haben, versucht irgendwie abzuheben, aber ging leider nicht. Ja, wahrscheinlich entweder haben die mitgedacht oder schon schlechte Erfahrungen oder so. Ja, wahrscheinlich beides. Hier kommen noch einige Glückwünsche an euch. Dankeschön auch an alle. Im Chat. Es sind auch noch einige Fragen zu dir, auch zum Thema. Oh, Alex, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Grüße. Aber vielleicht können wir einmal noch ganz kurz, um das Ganze rund zu machen, hinter dem Turnier Haken hinter. Aber es geht ja noch weiter. Jetzt geht ihr zu den World Games. Jetzt wird vielleicht die eine oder der andere sagen, hä, Weltmeisterschaft war gerade. Was sind denn die World Games? Können wir das vielleicht noch einmal erklären? Weil das hat ja miteinander erstmal gar nichts zu tun. Nee, also eigentlich überhaupt nichts. Wir haben uns jetzt für die World Games qualifiziert, dadurch, dass wir letztes Jahr Europameister geworden sind. Genau, und jetzt die World Games sind halt echt ein riesiges Event, auch für uns alle, also für uns Beachhandballer, weil wir natürlich bei EMs, WMs jetzt schon dabei gewesen sind, aber noch nie bei wirklich so Multisport-Events. Und die World Games sind halt, ja, wie sag ich mal, eine Olympiade für halt die Sportarten, die noch nicht ins olympische Programm aufgenommen wurden. Also da sind einige Sportarten, Flossenschwimmen und wir und Bowling und sind dabei, um sich halt natürlich auch im besten Fall auch fürs olympische Programm auch zu empfehlen. Und da freuen wir uns echt alle schon mega drauf, weil da auch wirklich dann unter Team Deutschland dann auch dort dabei zu sein, dort auch nochmal, sage ich mal, eine größere Sparte auch vertreten zu können und dort auch das auch zu repräsentieren, ist schon nochmal was echt sehr Besonderes, worauf wir echt alle richtig Bock haben. Was müsste passieren, jetzt rein theoretisch, aber nur gerade ein Gedanke, dass bei für Paris 24, das ist ja schon mal raus. Ja. Und jetzt ist es in den USA und 28, Olympia auch in den USA, Los Angeles. Ja. Wie dicht bist du dran? Weißt du irgendwas? Können wir uns Hoffnung machen, dass Beachhandball irgendwie dahin kommt? Nee, also Hoffnung machen würde ich sowieso nicht, dadurch, dass wir uns ja für Paris schon wirklich echt Chancen ausgemalt haben und es dann auch noch schlimmer war, dann als es dann nicht eingetreten ist. Deswegen würde ich erstmal komplett ohne Erwartung reingehen. Aber ja, der Sport bietet sich extrem an jetzt die letzten Jahre auch über hinweg. Also ich denke, wir sind viel weg von dem Image der Saufsportart, der nicht irgendwie leistungsfähigen, konkurrenzfähigen Sportart, sondern gehen da auch immer mehr in diese Leistungsschiene auch rein, beziehungsweise sind da auch schon voll drin. Und ich finde, dass das einfach auch anerkannt und gesehen werden muss. Und deswegen denke ich, dass wir dann eigentlich auch in der Zukunft eine gute Chance haben müssten, weil wir bieten alles, was, sage ich mal, eine ansehnliche und attraktive Sportart halt braucht, vor allem auch für Zuschauer. Also ich habe bisher nur positive Resonanz und auch positive Rückmeldung auch gekriegt von Leuten, die sich ja dem Sport angenähert haben, die jetzt auch irgendwie neu dazugekommen sind. Deswegen hoffe ich auch einfach, dass das auch so weitergegeben wird und denke, dass wir dann eigentlich ganz guter Dinge sind. Diese Sportart bietet eigentlich alles für Olympia, vor allem für Sommerspiele. Du hast dann noch rein regional jetzt gesprochen, in L.A., super Strände an der Küste, würde sich da nochmal anbieten, aber sie ist dynamisch, sie ist schnell, sie ist auch artistisch und gut anzusehen durch die Pirouetten und so weiter. Es wäre toll, aber... Ja, ich denke auch, wenn irgendjemand anfängt, das reinzunehmen, dann die Amis. Also ich denke, dass die dafür wirklich auch super ausgelegt dafür sind, auch einfach wegen ihrer Mentalität, wegen allem drumherum. Deswegen denke ich auch einfach, dass die dafür der perfekte Ansprechpartner oder erste Anlaufstelle dafür wären, um das reinzunehmen. Und wenn das erst einmal drin ist, dann kann ich mir auch schlecht vorstellen, dass es wieder rausgenommen werden sollte. Weil für mich gibt es, also für mich sowieso, ich bin da vielleicht ein bisschen objektiv, aber für mich gibt es auch keinen Grund dafür.
Aber du warst doch auch gerade erst in Amerika beim Basketball, oder? Habe ich auf Insta gesehen. Da hast du ja auch mitgekriegt, wie die da abgehen. Basketball ja ähnlich schnell, großartig, Das war dynamisch. unglaublich. Also genau, wir waren ja in New York gewesen im Urlaub und sind dann da noch irgendwie spontan dazu gekommen, ja, die Finals anzuschauen. Und ja, die Warriors sind ja eh eines meiner Lieblingsteams in der NBA und es war schon ein riesiger Traum für mich, die mal irgendwie live zu sehen, aber dann auch noch zu sehen, wie die Meister werden, dann auch noch im TD Garden in Boston. Das war schon echt überragend. Die ganze Halle dort total voll. Was da für eine Geräuschkulisse war, wie die begeistert waren, also die aufgesprungen sind bei jedem Korb und ausgerastet sind. Gut, ich wäre auch gerne ausgerastet, ich war nur leider für die falsche Mannschaft. Ich musste mich in meinem Warriors-Dress ganz bedeckt halten, aber es war schon echt ein grandioses Erlebnis und ich glaube auch was man so auch nicht nochmal erlebt im Leben. Deswegen, das war schon echt, echt sehr geil. Und das war sogar das entscheidende Spiel. Ja, genau, es war Game 6 und die Warriors konnten Meister werden. Aber es war auch klar, dass sie es machen. Ja. Ja, das stimmt. Curry hat natürlich auch, Curry. Er hat natürlich auch das Curry Spiel echt geprägt. Ne? Ja. Auch mit seinen Distanzwürfen, unfassbar. So, aber wir schweifen ab. Du hast eben die Entwicklung vom Beachhandball schon angesprochen, dass das auf einem positiven Weg auch jetzt in der Betrachtungsweise von den Fans und so echt an Lobby gewinnt. Ist es auch international so? Ja. Oder ist da schon viel weiter? Also ich denke international auch. Wenn man sich jetzt zum Beispiel die nationalen Touren anschaut in Spanien, die da echt eine riesige Tour aufgezogen haben mit vielen Standpunkten über ganz Spanien hinweg, wo sie ihre Turniere spielen. Dann auch in Polen genau dasselbe, die dort echt eine super Tour spielen. Also echt immer mehr und mehr Länder. Weil ich glaube, das ist auch der Grundstein, dass du in jedem Land halt versuchst, sage ich mal, so eine Beach-Tour auch zu legen, dass die verschiedenen nationalen Mannschaften dort ihren Wettkampf haben, sich dort verbessern können, dort einfach diesen Wettkampf auch haben außerhalb der internationalen Ebene und dann halt die Ebene halt drüber zu gehen, halt die internationale. Weil ich glaube, halt ohne diesen nationalen Wettkampf, wenn du den nicht hast, sieht man zum Beispiel jetzt bei den Franzosen die letzten Jahre, die haben diese Tour überhaupt nicht gehabt, sind eigentlich super Beachhandballer an sich, die auch echt sich super entwickeln können, hatten aber diese Tour nicht gehabt, bauen das jetzt aber immer weiter aus. Deswegen denke ich auch, dass die auch jetzt in den nächsten Jahren immer und immer mehr kommen werden. Und ich glaube, dass das einfach sehr wichtig ist. Und auch in Deutschland entwickelt sich das schon echt sehr gut. Wir haben einige echt super Standorte, die jetzt auch im Sommer Turniere auch einfach stattfinden lassen. Ismaning zum Beispiel dabei, Damp mit dabei. Jetzt am Wochenende. Genau, Herrenhausen bei Hannover dort, Altenheim. Also es sind wirklich echt coole Standorte, auch die das auch echt super aufziehen und auch echt attraktiv machen für Zuschauer und auch für Teams da teilzunehmen. Und ich glaube, dass das echt sehr, sehr wichtig auch ist, um den Beachhandball im jeweiligen Land auch voranzutreiben. Ich glaube, damit sind auch die Fragen, die hier gerade reinkamen, mit sollte man nicht eine Tour in Deutschland machen, was mit der Bundesliga und so weiter beantwortet war. Gibt ja eine Tour, die auch gerade läuft. So, ich scroll ein bisschen weiter zurück. Ja. Denn es gab noch einige Fragen zu dir. Während du siehst die Kommentare ja auch, ne? Ein gewisser Alex 10 Nova hat hier gerade, glaube ich, ein interner oder ein Insider auf jeden Fall reingehauen. Wo ist es? Ja, Isa Beach. Ja, das Isa ist Beach. Natürlich unser geliebter Nationaltrainer Alex Novakovic, der aus Ismaning kommt und deswegen das Turnier am Isa Beach in Ismaning besonders hyped und feiert. Ist nicht schlecht, kann man so sagen. Nein, also ist schon auch ein sehr, sehr gutes Turnier. Genau, halt auch eines von den erwähnten anderen Turnieren auch. So, viele Grüße von überall. Ja, Emmy natürlich, Emmy teile ich ganz liebe Grüße zurück. Und auch an alle anderen, die hier gesagt haben, grüß mich oder liebe Grüße. Hier viele Fans hier. Ich bin ein riesen Fan von dir, schreibt Emily. Jan schreibt, ich habe dich mal getroffen. ME1973 schreibt, du hast den Verein gewechselt, sich weiterentwickeln. Schade, dass du nicht mehr bei uns spielst, also dann wahrscheinlich Neckars Ulm.
Die eine Frage noch, wenn man beide Arten auf deinem Niveau spielt, leidet da nicht eins von beiden? Ist auch relativ interessant, weil ich denke eigentlich, dass mir beides oder mir das eine für das andere sehr, sehr hilft. Also zum Beispiel der Beachhandball, der fördert jetzt bei mir in der Halle zum Beispiel in der Abwehr so Antizipationsfähigkeit, weil du dann natürlich nicht so viel mit Körperkontakt machen kannst, sondern halt eher mehr halt mit Kopf, okay, was denkst du, wohin der Ball als nächstes hingeht und Bälle klauen und hier und da. Und genau, der Hallenhandball natürlich hält mich übers ganze Jahr aber fit und macht alle anderen Komponenten, die ich natürlich brauche, um Beachhandball zu spielen, auch besser. Deswegen denke ich, unterstützen die beiden sich nur, obwohl es natürlich manche Spieler gibt, wo man sich auch beides nicht vorstellen kann. Und was auch völlig okay ist. Ich meine, es ist nicht so, dass jeder gute Handballer auch ein guter Beachhandballer ist, aber es gibt auch genug gute Beachhandballer, die in der Halle auch nichts taugen. Deswegen ist es völlig legitim und auch voll okay. Wir haben noch etwas Entscheidendes, ich schaue hier gerade auf meinen Spickzettel, etwas Entscheidendes vergessen. Die Frage habe ich mir noch notiert. Hast du deine Medaille da? Magst du uns mal zeigen? Habe ich sogar hier. So. Hier ist ein Flügel. Eieiei. Ja. Herrliches Teil. Eckig, kennt man nicht unbedingt, aber genau, und hier mit dem IAF-Logo. Hier natürlich am Band schön. Mega. Drachen. Ja, also schon echt ein sehr schönes Ding, kann man nicht sagen. Kriegt die einen besonderen Platz neben der vom letzten? Auf jeden Fall. Also ich habe hier bei mir so einen kleinen Handballschrein natürlich mit dem Trikot. Oh, hallo. Original auch? Stark. Original vom Spiel in Magdeburg getragen, ungewaschen natürlich. Na klar, muss auch. Genau, denn mein eigenes aus Leipzig-Zeiten noch habe ich hier. Und genau, hier sind so die Medaillen alle. Und genau, hier noch von Neckarsulm als Abschied, was ich da gekriegt habe. Und da kriegen die auf jeden Fall auch so den Platz. Sensationell. Oh, ja. Was das an Wert hat, also jetzt nicht monetär, sondern an ideellen Wert. Ja, auf jeden Fall. Also auch manchmal, also wenn ich so ins Arbeitszimmer dann auch komme, irgendwie Uni-Sachen machen muss oder irgendwie ein bisschen Papierkram erledigen muss und man irgendwie da immer dran vorbeikommt, vorbeischaut und das dann sieht, das macht einen schon echt mächtig stolz. Da lässt sich auch der öde Papierkram auch ein bisschen leichter erledigen, sag ich mal so. Was geht der Männer-Bundesliga jetzt verloren, wenn Schmid eben nicht mehr in Deutschland spielt? Unfassbar, das kann man nicht in Worte beschreiben, was dort verloren geht. Erstens hat sich ja dann für mich quasi gar nicht gelohnt, jetzt nach Mannheim zu ziehen, wo ich nur 10 Minuten von der SAP Arena entfernt wohne. Das ist echt schon sehr, sehr traurig. Aber ich denke, die Löwen werden trotzdem ihren Weg weiterfinden. Und es wird zwar nicht ein zweiter Andi Schmid dort irgendwo in der Liga entstehen, aber ich denke, dass es echt da auch genug andere geile Spieler gibt, die uns auch echt mächtig viel Freude bereiten. Timo Schuster fragt, war schon immer klar, dass du zum Handball gehst oder hast du noch andere Sportarten als Kind gespielt oder gemacht? Ich habe mit Basketball angefangen sogar. Also das war so meine erste große Liebe, weil wir bei uns im Garten hatten wir so einen Betonplatz mit Basketballkorb und allem. Deswegen bin ich da am Anfang hängen geblieben. Und dann aber, als es bei mir in der Jugend halt keine Mannschaft mehr gestellt gab, da wollte ich irgendwas anderes machen, wollte eigentlich zum Fußball gehen, das mag ich auch sehr gern. Aber da haben meine Eltern gesagt, nee, das kommt nur nicht in die Tüte. Ach so. Und genau, dann habe ich halt gesagt, okay, irgendeine Ballsportart muss es sein. Und dann war es halt Handball, dann bin ich da auch direkt drauf hängen geblieben. Also dann war ich beim ersten Probetraining dort in Magdeburg noch gewesen. Und das war echt direkt ein Herz und eine Seele. Und da bin ich dann auch bei geblieben und bin da auch jetzt im Nachhinein sehr froh drüber. Und hat sich ja gelohnt. Hat sich gelohnt, genau. Und jetzt kommt ein Mega-Teaser. Wenn man wissen will, wie du zum Beachhandball gekommen bist, dann Ausgabe 3 von Bock auf Handball. Das steht da nämlich drin im Kapitel Bock auf Sand. Abschließend, wie geht es jetzt weiter? Also ihr fliegt wann rüber? In einer Woche, also genau nächsten Donnerstag fliegen wir in die USA. Und bis dahin echt erstmal noch ein bisschen erholen. Also ich bin jetzt, wie gesagt, irgendwie vor anderthalb Monaten, zwei Monaten umgezogen und seitdem war ich auch irgendwie effektiv 2 Wochen oder 3 Wochen in der Wohnung. Deswegen ist auch hier noch einiges zu erledigen.
Ja, und sonst halt neben dem gewöhnlichen Kram halt einfach ein paar Sachen besorgen, Wäsche machen, alles wieder auf Vordermann bringen. Und dann geht es in der Woche dann schon wieder los. Und ist aber auch echt ein super Abstand. Also jetzt nicht zu lange, dass man jetzt sagt, okay, man kommt jetzt irgendwie raus, aber die Woche ist jetzt auch gut, mal um runterzukommen, um jetzt auch ja, ein bisschen Abstand auch von der Mannschaft zu haben, ein bisschen alleine zu sein, weil dann diese ständige Beschallung wird dann auch schon irgendwann jetzt nicht anstrengend, aber gewöhnungsbedürftig. Aber dann geht es auch wieder los und wir freuen uns alle extrem drauf. Und dann seid ihr wie lange drüben im Optimalfall? 2 Wochen. Also wir sind auf jeden Fall 2 Wochen da, egal wie das Turnier dann auch für uns ausgeht. Dadurch, dass ja auch noch irgendwie gehört ja dazu, die große Eröffnungsfeier und Abschlussfeier und alles, was da eben dazugehört. Genau, und dann sind wir dabei. Und wird auch echt super spannend auch zu sehen, irgendwie die anderen Sportarten dort auch, die um einen herum sind, dort auch mal ja auch unterstützen zu können. Auch ich denke, dass das echt cool wird, auch die anderen Sportler aus Deutschland dort auch ja, kennenzulernen und dort auch voll dahinter zu sein, irgendwie eine andere Sportart zu entdecken, die man vielleicht jetzt noch nicht so auf dem Schirm hat. Und so hoffen wir auch, dass es bei den anderen auch so sein wird. Ich denke, es gibt viele Leute, die noch nie was vom Beachhandball gehört haben, die es noch nie gesehen haben und vielleicht jetzt auf den Zug mit aufspringen dadurch und dass wir da auch unsere Sportart auch wieder ein bisschen ein Stückchen größer machen. Vor allem in Deutschland, ne? EM-Titel letztes Jahr hat es schon mal gepusht, aber ich habe den Eindruck, jetzt wird noch mehr berichtet, oder? Ja, also auf jeden Fall. Es gab jetzt echt viel an Berichterstattung, was jetzt über die letzten Tage jetzt auch kam. Auch viele Anfragen jetzt auch wegen Interviews und allem. Aber also man sieht es eher mehr, sag ich mal, als Ehre oder als Anerkennung, als irgendwie als Belastung oder Anstrengung, weil es ist schon echt schön, einfach das, was man liebt und das, was man gern hat, auch einfach weiterzutragen und auch an Leute, die es halt jetzt vielleicht noch nicht so kennen, das auch weiterzugeben. Und genau, ich finde, dass es ja auch der Beachhandball ist es auch wert, einfach auch diese Anerkennung und auch diese Berichterstattung auch zu kriegen, die jetzt vielleicht die letzten Jahre über ein bisschen flöten gegangen ist oder ein bisschen abhanden war. Mega, dann freut mich das sehr, dass du dafür jetzt dir Zeit heute Abend Ja, genommen hast für uns. mit dir sowieso, Und das war keine Frage. vielen Dank, vielen Dank. Dann noch einmal abschließend kurz: Birmingham ist es, in Amerika, nicht in England. Das müssen wir an Ja. dieser Stelle noch kurz sagen. Und dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg dabei. Wir werden das natürlich alles verfolgen. Und dann geht es irgendwann zurück nach Hause und in die neue Saison. Genau. Und Mario schreibt eigentlich das passende Schlusswort, hoffentlich dann bald auch mal olympisch, dieser geile Sport. Hoffentlich. Punkt. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Nee, Lucy, damit können vielen wir auch. herzlichen Dank. Ich habe dir zu danken. Also vielleicht können wir noch einen Service, eine Servicefrage machen. Jana fragt, wo wird das übertragen, die World Games? Ist das Oh, klar? das ist echt eine gute Frage, aber ich glaube, wieder unter irgendeinem Kanal, entweder vom DOSB oder von der IHF. Ja. Vielleicht, ihr werdet es auf jeden Fall teilen, sicherlich in eure Stories Ja, ihr packen. werdet es auf, also ich werde es auf jeden Fall teilen oder auch der Beachhandball wird es auf seiner Instagram-Seite teilen. Die sind da sowieso jetzt auch während der WM sehr aktiv gewesen und haben irgendwie immer alle auf dem neuesten Stand gehalten, auch uns teilweise, wo wir dann erfahren haben, wann wir spielen. aber nur genau. Also wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann auf jeden Fall der Beachhandball und sonst auch unter unseren persönlichen Accounts sind wir da immer sehr akribisch dabei und versuchen da alle irgendwie bestmöglich auf Trab zu halten. Großartig. Wir freuen uns drauf. Vielen lieben Dank dir. Schönen Abend noch. Ja, wünsche ich dir auch. Ciao, ciao. Dankeschön. Und euch vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald hier auf Bock auf Handball. Liebe Grüße.